Das erste Date im Restaurant und dann kommt die Rechnung. Wer zahlt jetzt? Immer der Mann, sagen Sie. Das Ding hier sagt was anderes. Der aktuelle Knigge. Was Neues und wer die Leute sind, die uns vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie treffen sich nur alle 3 Jahre. Hier auf einem Gutshof bei Kassel beschäftigen sie sich mit wichtigen Fragen. Wer bezahlt beim ersten Date? Oder muss ich eine Facebook-Freundschaftsanfrage meines Chefs annehmen? Wir werden es erfahren, denn wir dürfen dem deutschen Kniggerat bei der Arbeit zusehen. Hier tagen sie und klären auch Fragen unserer Zuschauer. Warum sollen beim Essen eigentlich die Ellenbogen vom Tisch? Und in welches Fettnäpfchen kann ich beim Bewerbungsgespräch schon bei der Begrüßung treten? Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur mittlerweile 27. Sitzung vom Deutschen Kniggerat. Der Kniggerat hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Gesellschaft Tipps für ein besseres Miteinander mitzugeben. Mit etwas, das fast jeder kennt. Dem großen Knigge. Benannt nach dem Schriftsteller und Aufklärer Adolf Freiherr Knigge. Bekannt wurde Knigge durch seine Schrift über den Umgang mit Menschen, die er 1788 verfasste. Sein Werk wurde von vielen als bevormundendes Lehrbuch für Manieren abgetan. Ein Missverständnis, finden die Mitglieder des Kniggerats, den der Vorsitzende Rainer Welde gegründet hat. Knigge hatte gute Absichten. Weil er gesagt hat, ihr lieben Leute, schaltet mal euer Herz ein und gebraucht euren Verstand und tut nicht so, als ob ihr etwas Besseres sein wollt als das Gegenüber oder der Mensch nebenan. Von daher ist diese Schule der Herzenshaltung nach meiner Ansicht auch 2018 top aktuell. Der Deutsche Kniggerat hat den Knigge modernisiert. So gibt er mittlerweile auch Tipps zum Thema Social Media. Da wir wissen, dass auch unsere Zuschauer die sozialen Medien nutzen, haben wir sie vorher mal auf Facebook gebeten, uns Fragen an den Kniggerat zu schicken. Wir sind gespannt, was die Experten darauf antworten. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich eine Facebook-Freundschaftsanfrage von meinem Chef bekomme? Ich will nicht, dass er alle meine Posts sieht, aber wenn ich ablehne, ist der Chef vielleicht sauer. Was meint der Kniggerat? Sollte ich eine Facebook-Anfrage meines Chefs annehmen? Ich muss es nicht annehmen. Ich kann natürlich meinen Kunden heute in einem sozialen Netzwerk ablehnen und auch meinen Chef. Ich muss es nur begründen. Also unhöflich wäre, ihn einfach so hold on in der Warteschleife zu halten und nicht zu kommentieren. Ein kurzer Kommentar, ein kleiner Satz. Lieber Kunde, lieber Chef, finde ich super nett, dass Sie mich adden wollen. Aber ich möchte hier einfach mit meinen Freunden private Themen kommunizieren. Und gut ist, ich muss es nicht annehmen. Wer unbedingt mit dem Chef vernetzt sein möchte, sollte einen Account nur für geschäftliche Kontakte anlegen. So lassen sich Beruf und Privatleben trennen. Wenn sich der Kniggerat alle 3 Jahre trifft, wird nicht nur diskutiert, sondern auch gelehrt und gelernt. Ratsangehörige wie Luise Fiegel halten auch Workshops, in diesem Fall zum Thema Körpersprache und souveränes Auftreten. Nachbarn mit so viel Spannung und Energie, wie es ihnen irgendwie möglich ist. Die Auftrittstrainerin ist auf diesem Gebiet eine absolute Expertin. Aber wie genau ist sie zum Kniggerat gekommen? Ich wurde berufen. Man kann sich, das ist das Besondere beim Deutschen Kniggerat, gar nicht bewerben, sondern man wird berufen. Im Rat sind möglichst viele Berufsgruppen vertreten. Ein Gastronom, eine Modedesignerin und sogar ein langjähriger Protokollleiter des Bundespräsidialamtes ist dabei. Sie alle wissen, in der Geschäftswelt zählt oft der erste Eindruck. Das fängt schon bei der Begrüßung an. Aber gilt beim Händegeben immer Ladies first? Früher war das so. Aber wer heute beim Bewerbungsgespräch zuerst der Assistentin und dann erst dem Chef die Hand gibt, kann schon gleich schlechte Karten haben. Denn im Business zählt gerne mal die Regel Hierarchie vor Geschlecht. Also besser zuerst dem Chef die Hand geben, dann der Assistentin. Aber der Deutsche Kniggerat beschäftigt sich nicht nur mit der Businesswelt. Die Mitglieder machen sich zum Beispiel auch Gedanken darüber, wie wir mit behinderten Mitmenschen umgehen. Rollstuhlfahrer in Busse oder Bahnen helfen? Ja, gern. Aber bitte vorher fragen, ob Hilfe wirklich gewünscht ist. Häufig wird das nämlich abgelehnt. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch, dann
plötzlich Hand anzulegen oder zuzugreifen. Kommen Sie mal, ich schiebe Sie da. Fragen Sie grundsätzlich wirklich nach, ob das angemessen ist. Das ist ein respektvoller Umgang auch mit Menschen, die wirklich ein Handicap haben. Auch die Flüchtlingslage in Deutschland ist Thema. Vor allem die Frage, wie man am besten Ängste gegenüber fremden Kulturen abbaut. Wir stellen fest, Knigge ist tatsächlich viel mehr als nur Tischmanieren. Aber die interessieren uns natürlich auch. In der Mittagspause beantwortet uns Food-Experte Michael Kugel folgende Zuschauerfrage. Warum haben beim Essen die Ellenbogen nichts auf dem Tisch zu suchen? Ist die Tafel üppig eingedeckt, liegen da geflankt, ne, 4 Besteckteile links, rechts, Teller, Platzteller, ein Haufen Gläser, viel Dekoration. Dann ist es natürlich völlig unpraktisch, ne, mit dem Arm auf den Tisch zu gehen. Dann gibt es auch tatsächlich eine Regel, da sagt man hier, die Manschette sollte die Grenze sein. Und das ist dann auch praktisch. Aber wenn alles abgeräumt ist, dann darf man sich dann auch schon mal so an den Tisch begeben. Dann, das zeigt ja auch so ein bisschen, ich habe Nähe, ich lasse Nähe zu. Was ich natürlich nie machen würde, ich würde nie so machen. Also so, das würde ich nie machen. Auch wenn Sie es jetzt sehen. Nein, das würde ich natürlich nie machen. Bei der nächsten Zuschauerfrage geht es ums Bezahlen im Lokal. Sollte beim ersten Date immer der Mann einladen? Das kann durchaus sowohl die Frau den Mann als auch der Mann die Frau. Nur wichtig ist, dass man es ankündigt, sonst kann es ziemlich peinlich werden. Dann so am Ende, wenn der eine auf der andere wartet oder ja, die Diskussionen dann stattfinden im Lokal, wer jetzt bezahlt und so. Das ist ja dann nicht so schön. Tipp: Wer unbedingt bezahlen möchte, kann zum Beispiel den Gang zur Toilette nutzen, um so unbemerkt die Rechnung zu bezahlen. Im Deutschen Kniggerat werden aber auch ganz private Fragen diskutiert. Ich war eingeladen, ne, und dann sollte ich plötzlich meine Schuhe ausziehen. Ich habe da vielleicht ein Loch im Strumpf. Ne? Und was mache ich dann? Also muss ich da drauf eingehen, wenn der Gastgeber das verlangt? Das steht dem Gastgeber nicht zu. Die Kleidung ist etwas ganz Persönliches und gerade bei den Schuhen, die können ja die ganze Proportion verändern. Nicht? Wenn also da eine Dame in High Heels kommt und die soll die aussehen, wirkt die ganz anders. Nicht? Ich denke mal grundsätzlich, der Gast ist König. Nur ist er nicht König und kann machen, was er will, sondern er hat natürlich auch seine Pflichten. Aber wenn wir jetzt die Meinungen etwas auseinandergehen, wie kommt der Rat dann zu einer Entscheidung? Wir haben hier noch nicht gestritten, wenn auch schon mal kontrovers diskutiert, aber das war nie böse und wir haben an sich immer, wenn wir auseinandergingen, einen Konsens gehabt. Auch bei der letzten Zuschauerfrage. Wenn Leute im Kino oder im Restaurant durch lautes Reden stören oder sie in der Bahn jeden ihre Musik mithören lassen, darf ich solche Störenfriede dann darauf hinweisen, dass sie zu laut sind? Ich versuche dann schon Klartext zu reden, weil ich denke, es ist ja nicht nur etwas, was mich vielleicht stört oder meine Partnerin, sondern was auch durchaus das ganze Lokal zum Teil dann massiv stört. Und es gibt natürlich den Sonderfall, dass man merkt, es ist ein extrem aggressives Potenzial, dass jemand vielleicht angetrunken ist und verhält sich so, wie sie es andeuten. Da muss man halt gucken, macht es da wirklich Sinn zu intervenieren. Da muss man auch dann wirklich die Situation und die Person genau im Blick nehmen. Und das ist ja auch ein Teil der Knicke-Arbeit, dass man Wahrnehmung schult und dann entsprechend reagiert. Mittlerweile reicht es dem Knigge-Rat nicht mehr, nur neue Regeln zu verabschieden. Noch in diesem Jahr hat der Rat ein ganz besonderes Experiment an einigen Schulen vor. Durch die permanente Beschäftigung mit digitalen Medien und Social Media kommunizieren Jugendliche immer seltener direkt miteinander. Farbige Armbänder sollen das ändern. Je nach Befinden tragen die Schüler die Bänder. Rot steht für mir geht's nicht gut, gelb für geht so und grün für gute Laune. Die offen getragenen Stimmungen sollen die Jugendlichen zu Gesprächen anregen. Was ist los mit dir? Wie geht's dir? Und warum hast du ein rotes Bändchen an oder du hast ein grünes Bändchen? Warum bist du heute gut drauf? Was ist gut gelaufen bei dir? Und so kommen wir wieder nicht nur virtuell, sondern auch im realen Leben von Angesicht zu Angesicht wieder miteinander ins Gespräch. Das klingt nach einem spannenden Experiment, das wir vor unserem Dreh so gar nicht mit dem Thema Knigge verbunden hätten. Die Mitglieder des Deutschen Kniggerats haben uns jedenfalls mit ihrer Mischung aus praktischer Erfahrung und persönlichen Einschätzungen gezeigt, dass hinter dem großen Knigge eben doch mehr steckt als nur nervige Regeln und Vorschriften.